passt eigentlich auch gerade ganz gut zu der Frage von David. Und zwar, wie es dann mit der Abrechnung aussieht. Denn das, was ihr da macht, ist ja nicht das klassische Steuerberatergeschäft, ne? Okay, ihr gebt uns die Belege, wir buchen das und ne, nach mir die Sintflut, sondern ihr schaut euch das gemeinsam an. Ihr habt ja da eine Beratungsleistung, einen Beratungsaspekt und investiert gegebenenfalls wöchentlich Zeit damit mit dem Mandanten. Wie sieht es dann mit der Abrechnung aus? Ich möchte mal eine Gegenfrage stellen. Wenn du ins Taxi steigst und als Fahrer weißt du nicht, wohin dein Gast möchte, weil der sich aufgrund seiner eigenen Entwicklung, aufgrund seiner Telefonate, Verkehr, er weiß gar nicht, wo er hin möchte. Wie soll ich mit so einem Kunden einen Retainer vereinbaren? Das geht nicht. Wir haben sehr viele volatile Unternehmen, wo du eben sehr stark unterschiedlich wachsende Verkaufszahlen, Eingangsrechnungen und so weiter hast. Wenn ich, und das auch das ist ein klassisches Steuerberatungskanzlei-Thema. Ich fahre nicht jeden Montag Taxi, danke. Das ist aber ein ganz klassisches Thema, dass sowohl die Unternehmen als auch die Kanzleien immer versuchen, einen Retainer zu vereinbaren. Wenn ich aber weiß, ich habe ein sehr volatiles Unternehmen, weil wir viel im Bereich Startups unterwegs sind, dann geht das immer zu Lasten einer der beiden Parteien. Ob sich's am Ende ausgleicht, weiß keiner. Also was machen wir? Wir schreiben die Zeiten auf. Das ist auch klassische Kanzlei hat einen Mandanten, also ein Mitarbeitender mit einem Mitarbeitenden oder der hat einen Mandanten bearbeitet den komplett. Warum soll da nicht verteilt gearbeitet werden? Einer macht Eingang, einer macht Rechnungsausgang und am Ende macht irgendwer die Bank. Zum Beispiel vor Urlaubszeiten. Es wird knapp, ich schaffe das nicht. Da kommen 1500 Belege, kriege ich bis Montag nicht mehr rein. Kann ich mich intern verteilen? So, und das können wir eben dadurch, dass wir komplett digital arbeiten und dass wir auch immer Zweierteams bilden. Einer macht's, einer guckt sich's an oder unterstützt. Da können wir das besser abbilden. Deswegen wird bei uns das meiste nach Zeit abgerechnet. Ganz stumpf. Und je mehr wir eben automatisieren, desto weniger Zeit fällt ja in der Buchhaltung an. Richtig. Genau, Knut schreibt, er hat gern fixe Pauschalen für Buchführung, Lohn. Ja, wenn du ein stabiles Unternehmen hast, wo sich keine großen Entwicklungen ergeben, also weder im Personal, Umsatz, Belegzahlen und so weiter, dann kann man natürlich auch Retainer vereinbaren. Gar kein Problem. Sehr gut. David schreibt auch, Leistung darf auch Geld kosten. Naja, genau, wenn das wir ist, uns, denke also ich, ich ja. möchte mal, ohne jetzt zu viele Details, aber in der Vergangenheit und bei den meisten Kanzleien ist das ja so, verhandelt werden die Preise zwischen Steuerberatung und Geschäftsführung. Und ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber oftmals haben die beteiligten Parteien, die das verhandeln, nicht wirklich die volle Kenntnis darüber, was das eigentlich an Arbeit im Hintergrund bedeutet. Auf beiden Seiten. Ja, also der meistgehörte Satz in meinen Ohren, Steuerberatung seit 1998 ist, bei mir ist das ja nicht so viel. Das erinnert euch mal, wenn ihr mit einem Steuerberater sprecht, wenn ihr euer Unternehmen darstellt, euer Arbeitsfeld darstellt, das sagt fast jeder von sich und impliziert natürlich damit, ja, darf nicht so viel kosten, ist gar nicht so kompliziert, ist nicht so umfangreich. Na klar, wenn ich das Unternehmen von der Pike auf kenne, jeden Handgriff kenne, dann fühlt sich das so an. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit dahinter eben genauso abläuft. Und deswegen versuchen wir eben aufzuzeigen, wie bestimmte Dinge in der Buchhaltung ankommen. Sehr gut. Genau, Wird viele hängen mal. natürlich auch an der Vergütungsverordnung, schreibt auch noch Knut, das ist natürlich so der Standard. Ja, natürlich. Die Vergütungsverordnung hat einen gewissen sozialen Aspekt, weil sie eben abhängig von der Umsatz- und Bilanzzahl, also je größer sie wird, das ist dann quasi die Basis und darauf werden Zehntel angewendet. Und die Zehntel sollen darstellen, einfach bis super kompliziert. Insofern ist das Ganze ja dem Grundansatz nach komplett sinnvoll. Denn wenn ich für 50.000 Euro Jahresumsatz eine Steuererklärung erstelle, dann ist mein Haftungsrisiko, dass da irgendwas falsch ist, ja auch nicht so hoch. Wenn ich dann nochmal drei Nullen dranhänge, dann ist mein Haftungsrisiko ganz abstrakt schon mal sehr hoch. Und dem folgt halt die Gebührenverordnung. Wenn wir uns zwei Beispiele vor Augen führen, Gebührenverordnung, wo sie schwierig, ein bisschen idiotisch wird. Ein Makler vermakelt das Sony Center, den gesamten Potsdamer Platz. Eine Rechnung.
Ein Auto, drei Beratungsrechnungen. Der Gegenstandswert ist so exorbitant hoch, das kann ich gar nicht mehr rechtfertigen. Ja, das wäre jetzt utopische Rechnung. Umgekehrt selber Umsatz mit 10 verschiedenen Lotto, Toto, Tabakgeschäften. Naja, da ist wesentlich mehr Arbeit zu tun. Und das soll das halt widerspiegeln. Wir sind nicht mehr an die Gebührenverordnung komplett gebunden. Wir dürfen sie runter wie überschreiten mit Einzelvereinbarungen. Die müssen wir schriftlich schließen. Okay, das ist nun auch nicht mehr so ein großer Akt. DocuSign, FBSign, dann machen wir das halt. Ja, also liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, schaut auch gerne mal drauf, wie bei euch die Kanzlei abrechnet. Kann unter Umständen auch ein Indikator dafür sein, wie sie arbeitet und wie sie eben denkt. Also finde ich auch mal einen ganz spannenden Ansatz. Ja, muss nicht. Man kann natürlich auch beigehen und sagen, ich gehe mit einem gewissen Erfahrungsschatz ran. Zum Beispiel kenne ich eine Kanzlei, die macht das so, weil sie Erfahrungsschätze mit bestimmten Größenordnungen und Unternehmen hat und sagt, okay, wir kalkulieren jetzt erstmal so, dass wir wahrscheinlich grün enden und klassischerweise wird dann im nächsten Jahr gesagt, oh, es ist gewachsen, jetzt müssen wir ab nächstem Jahr mal den Preis anpassen. Ja. Kann man auch machen, klar. Möglichkeiten sind auf jeden Fall genug da.